Salut Germain. Salut Paolo. Salut Germain. Kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Ich suche ein Buch. Da sind Sie hier richtig. Ja. Wissen Sie welchen Titel, welchen Autor? Nein, einfach nur ein Buch, ein Buch. Ein Essay? Was Belletristisches? Ein Sachbuch? Na, ich möchte ein Buch, das eine Geschichte erzählt. Ein Aber welche Art Buch? Kurz. Ein Roman? Ein Roman wäre bestens. Aber bitte nicht zu dick und leicht zu lesen. Leicht zu lesen. Ein Roman? Nicht zu dick? Leicht zu lesen. Leicht zu lesen? Ja. Um ein Wort zu finden, muss man es erst schreiben können, hä? Hä, Jeremy? Sehen wir mal nach. Labyrinth. Labyrinth. Ein oder zwei R. Was meinst du? Wie würdest du es schreiben? Steht nicht mal drin. Lala. Na gut, also dann schauen wir mal nach Namen von Personen. Also Marguerite. Mit nur einem T. Moment. Marguerite. Blumenname. Viel ist das ja nicht. Danke für die Auskunft. Hörst du? Blumenname. Also wirklich. Annette. Das kann's nicht sein, so schreibt man das nicht. Ist sowas wie Fenchel. Sag mal. Schauen wir mal nach Germain. Was kann das noch heißen, Germain? Moment, G-E-R. Na bitte hier, Germain. Erstens, Germanus Bruder, alles klar. Zweitens, Bewohner Germaniens, Germanen, Burgunder, Franken, Goten, Lombarden, Sachsen, Teutonen, Vandalen. Ja, mein Schatz, Vandalen. Ja, sieh mal an, wir sind nicht allein. Oh, mein kleiner Jeremy, komm, wir schlagen Tomate nach, danach gehen wir schlafen. Na? Tomate. Tomate, da ist es. Tomate was? Solanacea. Tomatensorten, sie Olivette. Haben die nur diese eine einzige Sorte? Die Olivette? Und Marmande? Saint-Pierre, weiße Schönheit? Das sind nur die, die mir spontan einfallen. Wieso? Weil keine Saison ist? Sehen wir mal nach bei Solanacea? Nachtschattengewächse, Familie der Bedecktsamigen. Oh, verdammte Scheiße, echt. Das darf doch nicht wahr sein. Du hast recht, ist Chinesisch, ist nichts für uns. Zum einen fehlen da Wörter, zum anderen gibt's zu viele davon, also das ist nichts für uns. Ich sag dir, was ich mache. Ich geb's ihr zurück. Es ist eine Entführung. Ist Ihnen das klar, Germain? Ohne die ganzen Papiere, das ist doch... ohne Einverständnis der Familie. Ohne Ausgangserlaubnis. Was für ein Tohuwabohu. Bis wir das Wort im Wörterbuch gefunden haben, sind wir längst zu Hause. Zu Hause? Wie zu Hause? Ich hab kein Zuhause. Kein Zuhause? Doch, bei mir. Oh, Germain. Also, Ihre Sandwich sehen wie immer vorzüglich aus. Wollen Sie was? Oh, ja, diesmal will ich gern. Vielen Dank. Guten Appetit. Danke. Es ist eine Begegnung besonderer Art zwischen Liebe und Zärtlichkeit. Anders kann man sie nicht bezeichnen. Sie hatte einen Blumennamen. Sie lebte inmitten von Worten, umgeben von Adjektiven. Von Verben, die wachsen wie Gräser. Manche wachsen mit aller Gewalt. Sie sind sanft gewandert, von meiner Rinde bis in mein Herz. In Liebesgeschichten gibt es nicht immer nur Liebe. Manchmal gibt's nicht mal ein Ich liebe dich. Und doch liebt man sich. Es ist eine Begegnung besonderer Art. Ich fand sie zufällig auf einer Bank in meinem Park. Sie machte nicht allzu viel Schaum, nicht dicker als eine Taube mit ihren kleinen Federn.
Sie war umgeben von Worten, von Namen so gewöhnlich wie meiner. Sie gab mir ein Buch, dann zwei, Seiten, die vor meinen Augen explodierten. Stirb jetzt nicht. Du hast Zeit, warte. Es ist noch nicht so weit, meine kleine Blume. Schenk mir noch ein bisschen von dir. Schenk mir noch ein bisschen von deinem Leben. Warte. In Liebesgeschichten gibt es nicht immer nur Liebe. Manchmal gibt es nicht mal ein Ich liebe dich. Und doch liebt man sich. Was ist? Sie sind ein ganz besonderer Mensch, Armand.